RAG Stiftung ist natürlich ein nachhaltiges Unternehmen. Und wenn man schon einmal die einmalige Chance hat, ein komplett neues Gebäude zu errichten, dann sollte man auch alle Optionen nutzen, die heutzutage zur Verfügung stehen. Also wir haben uns für den Cradle-to-Cradle-Ansatz entschieden, weil das in meiner Wahrnehmung auch alternativlos ist, wenn man heute ein neues Gebäude errichtet. Was mir persönlich hier an diesem Gebäude sehr gut gefällt, ist, dass es einerseits ein modernes, eigenständiges Gebäude darstellt, auf der anderen Seite aber auch hervorragend integriert wurde in den Gebäudebestand, in das Welterbe hier auf Zollverein. Das Gebäude wurde nach der neuesten Energieeffizienzverordnung gebaut. Zudem hat man hier einen Platinstatus nach DGNB-Standard erhalten. Das Besondere an dem Gebäude ist, speziell auch auf die Außenhaut bezogen, dass man recycelbare Materialien eingesetzt hat, vor allem auch schadstoffarme Materialien, um so den Cradle-to-Cradle-Standards nachzukommen. In Bezug auf die Energieeffizienz des Gebäudes bedeutet das, dass man hier bewusst hingegangen ist und ein erneuerbares Energiesystem installiert hat. Eingesetzt wird hier Geothermie, also Erdwärmesonnen. Die Wärme produziert dann eine Wärmepumpe. Genauso wird mit der Wärmepumpe gekühlt und geheizt in einer installierten Betonkernaktivierung. Zudem produziert eine Photovoltaikanlage im Jahr ca. 80.000 Kilowattstunden Strom. Die Energiemenge, die aus der Geothermie erzeugt wird, sind ca. 120.000 Kilowattstunden und die Kälte, die aus der Wärmepumpe erzeugt wird, sind ca. 70.000 Kilowattstunden. Das sind in Summe knapp 300.000 Kilowattstunden, dadurch sparen wir ca. 100 Tonnen CO2 im Jahr ein. Klimaschutz und Ressourcenschonung spielen eine wichtige Rolle im Energiemanagementsystem der RAG. Unsere Aktivitäten im Energiemanagement sind dahin ausgerichtet, dass wir unsere energiebezogene Leistung stetig verbessern und den Einsatz erneuerbarer Energien fördern.